Moin moin ihr Lieben, ich muss euch was erzählen. Und ich greife schon mal eins vorweg. Bugs melden auf Griefer Games lohnt sich. Ist nicht nur richtig, sondern auch wichtig. Ganz genau. Und zwar habe ich hier so ein paar freaky Items in der EC liegen. Ich zeige die euch gerade mal. Hier zwei kleine Winterkisten, drei Votkisten sechsmal, eine Votkiste fünfmal, zwei Votkisten zweimal und eine kleine Winterkiste 13 Mal. Das waren aber eigentlich 14. Ich hatte noch einen, den habe ich aber geplaced, zum Testen, ob man die placen kann. Und wie ich genau hier an diese Items gekommen bin, das zeige ich euch jetzt mit einem kleinen Einspieler, nämlich mit einem Video, das ich an die Admins geschickt habe, genau genommen an Bantor und an Buki geschickt habe, mit der Bitte, sich das mal anzuschauen. Und das zeige ich euch jetzt. Achtung! Aufnahme starten. So, total abgefahren hier. Wenn ich hier Kisten aufmache, Zufallskisten, dann passiert Folgendes. Blub, 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 blub. Und 2, 2, 3 merken wir uns in der unteren Zeile. 2, 2, 3. Okay, das war jetzt eine besondere Zufallskiste, da passiert es nicht. Aber wir gucken nochmal. Also hier unten sind zwei Beacons, also zwei kleine Winterkisten, zwei Wohnkisten und drei kleine Winterkisten. Jetzt mache ich nochmal auf. Zack, vier kleine Winterkisten. Und vor allem sind das Beacons. Ich kann die jetzt wahrscheinlich auch placen. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Also hier habt ihr so ein bisschen, ich mache nochmal eine auf, ihr habt da so ein bisschen ein Problem in eurer... Oh, EP-Rahmen, geht das mit denen auch? Das wäre ja auch abgefahren. Alles klar. Ich denke mal, das reicht zum Zeigen. Und viel Spaß beim Beheben. So, das war der Einspieler und ihr habt es gesehen. Man hat also Zufallskisten aufgemacht und hat daraus dann, statt dass man eine kleine Winterkiste oder eine große oder eine Vault-Kiste gut geschrieben bekommen hat, einfach die Items rausbekommen. Das war nicht bei allem so. Epische Kisten kamen durch. Ich bin leider nie auf eine Osterkiste oder auf eine Supreme-Kiste gekommen. Das gibt es ja auch da drin. Oder die Super-Supreme-Kiste. Wäre ich darauf gekommen, wäre saulustig gewesen. Hätte ich mal auch gefeiert, wenn dann auf einmal so eine EP-Rahmen rausgekommen wäre. Super starkes Bug-Item wäre das gewesen. Aber okay. Was ist jetzt letztlich passiert? Ich habe das Ganze gemeldet, die haben sich das angeschaut und haben den Bug gefixt. Also ihr könnt das jetzt nicht mehr reproduzieren, ihr könnt das nicht mehr nachmachen. Und ich durfte die Items, die ich jetzt hier in der EC habe, behalten. Also diese Bug-Items. Allerdings, ihr seht, NTB2, theoretisch hätte ich die auch selbst umbenennen können. Wie cool buggy die jetzt sind oder nicht, ist die große Frage. Aber es ist trotzdem cool, dass ich die behalten durfte, weil du kannst die Beacons hier auch einfach placen. Das sind richtige, reguläre Beacons. Das heißt, ich habe im Endeffekt 14 Beacons, 19 Beacons insgesamt rausbekommen. Und diese paar, gut, unbenannte Kisten, die wären jetzt nicht so wertvoll. Aber ich habe tatsächlich auch sämtliche Kisten, die ich aufgemacht habe, erstattet bekommen und konnte sie quasi nochmal öffnen. Und was ich da unter anderem gezogen habe, das seht ihr morgen im Video. Und das ist richtig geil, richtig geil. Also ich feiere das, ich fühle das richtig cool. Es hat mir richtig Freude gemacht, auch dann wie Dankbarkeit zurückkam dafür, dass ich das gemeldet habe, nochmal Rückfragen kamen, kannst du die Beacons auch placen und so weiter. Ich empfehle es euch, wenn ihr einen Bug habt, schreibt an admin@griefergames.net, genau, schreibt an admin@griefergames.net, wenn ihr einen Bug findet. Oder schreibt halt den Admin-Supporter eures Vertrauens an, zu dem ihr vielleicht Kontakt habt. Macht's nicht wie ich, bitte geht nicht immer direkt auf Bantor zu, hat er mich auch gestern nochmal gebeten, dass solche Bugmeldungen vielleicht nicht direkt an ihn gehen. Also einfach vielleicht den nächsten Supporter melden oder halt an die Mailbox senden. Und ich bin sicher, die lassen euch nicht im Regen stehen und sind euch dankbar dafür, dass ihr den Bug meldet. Und ich denke, es schadet auch nicht, ein bisschen positiv aufzufallen auf dem Server, oder? Von daher, haut rein, war eine coole Sache. Ich hoffe, ihr findet auch mal irgendwas und berichtet davon. Ansonsten, na, eigentlich hoffe ich, ihr findet nichts, weil Bugs sind ja irgendwie schädlich. Aber irgendwie ist es auch cool, einen zu finden. Von daher, findet ruhig einen. Findet ruhig einen, aber meldet ihn dann und zeigt mir vorher, was da passiert. Alles klar. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.